Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroEP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, in der letzten Folge haben wir den ersten Teil des Prologs mitbekommen. Ja, die imperialische Armee greift Gallia an und Welkin und Aisha müssen was gegen die Soldaten tun. Und deswegen, Encounter? Treffen? Ja, Treffen. Ja. Ihr seid nur mein Pokémon! Begegnung. Ja, die Begegnung in Brolia. Jedenfalls. Hier ist der Plan. Ja, vor jeder Schlacht kommt dieser Ladebericht, sag ich jetzt mal. Ladebericht, hä? Ja. Wir müssen die imperialischen Scouts, die sich Brul nähern, eliminieren. Wir werden von hier starten und sie alle drei auseinandernehmen. Überquer einfach die Brücke und nehmen sie so schnell auseinander, wie es geht. Unser Ziel ist es, hier alle Gegner zu eliminieren. Nehmen wir sie uns alle einzeln vor. Ganz einfach. Ja. Wir gewinnen, wenn wir alle Gegner getötet haben. Wenn Welkin stirbt, Alicia stirbt oder 20 Züge vorbei sind, dann haben wir verloren. Ja, mit den Zügen wird übrigens nie passieren. Yeah! Unser erster Kampf. So. Die Spielerphase. What the fuck is this? Drei Stück, okay. Alles klar. Ach, okay. Über Kommandopunkte. Wenn ein Kampf anfängt, dann sieht man eine Karte von der Umgebung, in der sich die Einheiten bewegen oder positioniert sind. Dies nennt man den Kommandomodus. Hier kannst du auswählen, welche Einheiten du bewegen willst und in welche Position der Gegner ist. Dann kannst du auf Enter drücken. Wo ist denn hier Enter? Jedes Mal verbrauchst du CP, das kann ich auch so erklären, ey. Ja, du verbrauchst hier für alles, was du machst, CP-Punkte. Wenn alle weg sind, dann kannst du nichts mehr machen, bla bla. In diesem Kampf hast du 3 CP-Punkte. Das heißt, man kann sich 3-mal bewegen. Let's try moving one unit now. Ja, ich erkläre lieber mit einem Wort, dann geht einfacher. Ja, wir sind hier im Kommandomodus. Hier können wir gucken, was hier überhaupt los ist. Wie die Karte aussieht, wo Gegner sind und so weiter und so fort. Wir können jetzt... Das ist übrigens der strategische Teil dieses Spiels. Wir können jetzt auswählen, wen wir nehmen von diesen 3 Charakteren und dann wird sozusagen in den, ja, wie heißt dieser Modus? Action-Modus? Keine Ahnung. Und das mache ich jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt nämlich Welkin. Und einen Kommandopunkt haben wir schon verballert. Action-Punkte. Ja, wenn man einen Kommandopunkt verbraucht, dann geht man in den Action-Modus. Oh, gut geraten. Hier kann man die Einheiten ganz frei bewegen. Ja, für jede Bewegung, die wir machen, dann verbraucht sich hier dieser Balken. Wenn der leer ist, können wir uns nicht mehr bewegen. Dann laufen wir auf der Stelle. Wie Michael Jackson. Ja. Wir müssen auf unsere AP achten und so weiter und so fort. So, wir sollen uns zu diesen Sandsäcken bewegen. So, und jetzt guck mal, hier unten auf dem Balken wird nämlich immer weniger, je mehr wir uns bewegen und was angreifen. Drücke den R1-Knopf, um in den Zielmodus zu gehen. Hier kannst du einen Angriff ausführen mit deiner zurzeit ausgewählten Waffe. Benutze den linken Analogstick, um das Fadenkreuz zum Gegner zu bewegen und drücke die L und R1 Knöpfe um zwischen Ziel zu wechseln. Gegner werden dich nicht angreifen im Zielmodus und du kannst jetzt so viel Zeit nehmen, wie du brauchst, um abzufeuern. Deine Schüsse werden irgendwo in einem Kreis landen, bla bla bla. Aber es ist besser, auf den Kopf zu zielen. Ja, sag ich doch. Man kann nur einmal pro Zielmodus angreifen, also sollte man sich überlegen, wie man angreift.
Und wenn das Ziel den Angriff überlebt, dann werden sie zum Konter einsetzen. Bleh. HP, ja, okay, das erklärt sich mal alleine. So. Aber ich spoil schon mal ein bisschen. Wir können uns hier ducken. So, jetzt gehen wir mal in den Target-Modus. Hier können wir uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Wir können eigentlich überall hinschießen. Aber es wäre natürlich besser, wenn wir hier auf den Gegner drauf schießen. Wenn ich jetzt nur den Kopf kriegen würde, dann wäre super. Ja. Und ja. Oh, das switcht immer hin und her. Und wenn wir jetzt, glaube ich, da müssen wir nochmal drücken. X. Ja. Jo. Ja, ich erkläre nochmal Schritt für Schritt irgendwann. Immer die Aktion endet. Wenn die Einheit keine AP mehr hat, dann und einen Angriff schon mal ausgeführt hat, dann kann sie nicht mehr irgendwas machen. Ich erkläre alles so. Noob. So. Über Sandsäcke können wir auch drüber laufen. So, und jetzt macht es eigentlich keinen Sinn, wenn wir jetzt mit dem Welcome weitergehen. Weil wir können nicht mehr angreifen. Und jetzt sage ich euch mal, was passiert, wenn man eine AP mehr hat. Ja, der Balken wird weniger, leuchtet schon, und jetzt können wir nichts mehr machen. Da gucke ich das an. I was scared, man. Was? So. Wir können ja aber von den Sandsäcken kriechen, dann können wir uns nämlich vor Schüssen schützen. Und das ist immer schön. Was gibt's noch? Unrecht sind die AP und die Waffe. Und ja. Wenn wir nichts mehr zu tun haben, dann drücken wir einfach Kreis und beenden den Zug. Dann legt er einmal nach und wir sind wieder im Kommandomodus. Und das wiederholen wir jetzt das ganze Spiel über. Wer hätte das gedacht? Als nächstes kommt Alicia. Zack. Ja, und ich will jetzt versuchen. Ich weiß nicht, ob ich den Typen da hinten kriege. Ich kann ja mal gucken. Und zwar hier. Ich mache das jetzt mal zum Test. Was ist der andere? Sehe ich gar nicht. Da oben sieht man nämlich, mein Gott, auch ein Menü, wo oben links die AP sind. Und to kill bedeutet eigentlich, wie viele Schüsse er brauchen würde, um zu sterben von dieser Entfernung. Shots gibt an, wie viele Schüsse diese Einheit, also Alicia, abgeben würde. Und rechts, das ist jetzt noch nicht so wichtig, also lasst das erstmal aus. So, jetzt, ich tue jetzt einfach mal just for the lols schießen und ja, 27 übrig. Je weiter man vom Gegner entfernt ist, desto weniger machen die Kugeln noch Schaden. Macht zwar relativ wenig Sinn, aber ist nun mal so. So, und Feuerwehrmann Nummer 1. Er ist die Nummer 1. Geht als nächstes vor. Und auch er müsste 27 Schüsse brauchen. So, du scoutst mal vor, Junge. Ja, okay. Erklärt sich irgendwie von allein. Aber ich lasse das. Ja, man kann hier kriechen, dann kann man sich vor Angriffen schützen und so weiter und so fort. Aber ich lasse jetzt erstmal. Ich mache erstmal einen auf feige Sau. Und lass die beiden restlichen Typen auf uns zukommen. Ja, wenn wir keine Kommandopunkte mehr haben, dann wird unser Zug beendet und der Gegner ist dran. So, beim Gegner ist das folgendermaßen. Wir sehen nur das, was unsere Einheiten noch sehen. Das heißt, wenn eine Figur jetzt nicht von den Gegnern im Sichtfeld von einer unserer Figuren ist, dann sehen wir auch nicht, wo genau sie diese Person ist. Und dann sehen wir sie auch nicht auf der Karte. Das kann sehr nervig sein und ein bisschen überraschen zum Schlechten. So, und der wird jetzt, ja, okay. Man kann übrigens auch zum Beispiel einen Kommandopunkt auf eine Person verteilen und dann nochmal auf die gleiche Person verteilen. Allerdings hat man dann weniger AP. So, und jetzt Kontern ist ehrlich gesagt hier ein bisschen besser in diesem Spiel, weil wenn wir uns den Gegner nämlich nähern, dann setzen die zum Kontern ein. Und das ist nicht so schön. So,
und zack, du bist weg. So, jetzt gehen wir mal schon mal weiter. Dann würde ich sagen, beenden wir den Kampf schon direkt. Ja, man kann irgendwie die Leichen aufsammeln, was das für einen Sinn hat, weiß ich jetzt nicht. Bei einigen Einheiten hat das Sinn, aber hier nicht. So. Jetzt möchte ich noch mal kurz was zeigen. Nehmen wir kurz Alicia. Und komm schon, dreh dich mal um. Ja, und wir werden abgeschossen, wenn wir uns in der Nähe des Gegners bewegen. Aber wenn der Zug beendet ist, dann passiert nichts. Also in diesem Modus passiert gar nichts. So, und der Typ ist jetzt umgedreht. Und er bleibt auch umgedreht. Also hat schon mal taktisches. Taktik, Rollenspiel, Third Person Shooter. Und den Typen, dem machen wir nicht platt. Da fuck. Ja, und jetzt kontert er. Au. Ja, nach jedem Angriff kontert der Gegner. Und wir auch. Und jetzt ist der Typ, wenn wir Glück haben, schon im A. Weil wenn er sich jetzt bewegt und nicht direkt im Zielmodus geht, dann greifen wir ihn schon automatisch an. Ja. Ja. Und das ist der Sinn von Sandsäcken. So, jetzt wirst du mal Konter angreifen und du bist tot. Hahaha. Und damit hätten wir die erste Mission schon mal erledigt. Ja, fühlt sich blöd an, das alles noch zu erklären hier. So, und natürlich bekommen wir einen Bericht über das, was wir gemacht haben. Und ich hätte die Schlacht eigentlich schon in einen Zug erledigen können, aber das wäre mir ein bisschen zu blöd. So, und das OCC oder was auch immer das war, das ist alles hier noch irrelevant. So, ich guck mal, vielleicht schaffen wir das noch in diesem Part, weil sonst wäre das ziemlich ungünstig. Naja, aber müsste eigentlich klappen. Alicia Taito! Schui ni wa teki no sugata wa mietarimasen. So. Iki tsuzuki keikai o gen ni shite kudasai. Ha! 帝国軍の死んだ奴らはどうしましょう。埋葬してあげて。戦争は始まってしまった。この町の人たちを守るには、私には戦うしか方法はないの。あれは。 粉雪草の種が小さいけれど白く綺麗な花を咲かせるんだよ。この戦争を振り返った時に思い出したいの。命を奪い合っていただけじゃないってこと。新しい命だってこの時代に生まれていたことを。西暦1935年 3月15日. Hey, das ist ja mein Geburtstag. 15. März, das ist mein Geburtstag, ey. Man musste immer so schlimme Sachen an meinem Geburtstag passieren. Julius Caesar ist auch an meinem Geburtstag gestorben. Ja, okay, das war eigentlich was Gutes, aber egal.歴史の中に埋もれていた光と影、勇気と友情、迫害と偏見、そして戦火の中に生まれた愛の感動。これは7ヶ月に及んだその戦いの記録である。 Und so beginnt es. Valkyria Chronicles. Bams.
Und das Prolog ist damit abgeschlossen. Und weiter geht's dann in der Verteidigung von Brule.